professional-grade communication tool. The choice of professional teams. Perfect stream viewing experience. Chosen by online streamers. Easy to use voice messenger service. Chosen by over 12 million gamers. Communication is always vital when competing in tournaments. Winning a match requires perfect coordination. You cannot win by yourself. Raid Call. Communication for winners. Einen wunderschönen guten Abend zur EPS Summer Season 2013, Spieltag Nummer 6 und 7. Ja, 6 und 7, ihr habt es richtig gehört, heute zwei Nachholtermine, die durch die Wildcard nach hinten geschoben worden sind. Und heute ein Doppelpack, und zwar sind wir zwei Spiele und diesmal zwei Spiele von den Snogger Dragons. Zum einen Snogger Dragons gegen MTF Gaming und das zweite Spiel wird Snogger Dragons gegen Team KR sein. Also, heute ist Drachenzeit, aber erstmal gehen wir auf den ersten Gegner, kommen wir zu sprechen in den Vorinterviews, und das ist der Kevin. Einen schönen guten Abend. Wie geht's dir, Kevin? Guten Abend. Ja, läuft, ja? Ne? Wie ist es? Ja, läuft. Läuft. Könnte immer besser sein, aber... Ja, Blick geht nach vorne, ne? Der Blick geht nach vorne, richtig. Du sagst es schon, könnte immer besser sein. Derzeitig euer Tabellenplatz, ja, ich sag mal, nicht den Erwartungen entsprechend, auch nicht dem Ziel entsprechend, was man sich vorher gesetzt hat, und zwar das Erreichen der Playoffs. Also, man steht da mit 3 Siegen, keinem Draw und 5 Niederlagen, derzeitig auf Platz 7. Ja, kleines Statement von dir zur derzeitigen Situation. Ja, gibt nicht mehr dazu zu sagen, außer Katastrophe. Katastrophe? Also, ja. Eine reinste Katastrophe. Und die Katastrophe, die du gerade ansprichst, ist die denn auch in der im Teamsplit zu merken, oder kann man sich da eigentlich noch recht gut zusammenreißen? Also im Team die Stimmung ist super. Wir haben halt nicht besonders viel Zeit. Wir trainieren momentan, also schon seit ein paar Wochen. Wir trainieren so viel wie möglich, aber durch zeitlich bedingten Mangel, sag ich jetzt mal, kommt es dazu, dass wir manchmal nur ein, zweimal die Woche trainieren können. Und dann haben wir halt noch die beiden EPS-Matches, die uns Training rauben. Also wäre schon besser, wenn man nur einen Spieltag hätte und dafür dann ein bisschen mehr trainieren könnte. So wird man auch im besseren Teamrhythmus kommen. Aber der Teamspirit ist weiterhin gut. Prag war auch cool mit den Jungs. Bisschen chillen. Playoffs, also vor den Playoffs ausscheiden war natürlich bitter, aber naja, da war mal eine Stunde Tilt und danach ging's. Gut, ja, derzeitig natürlich auch die Situation, kann man die Playoffs in der EPS noch erreichen? Theoretisch ist es natürlich möglich. Ihr habt natürlich schon 8 Spiele auf dem Konto, im Vergleich zu den anderen Teams ist das recht viel. Und derzeitig mit 3 Niederlagen in Folge natürlich nicht die beste Stellung. Wie habt ihr euer Ziel angepasst? Wollt ihr jetzt eher Klassenerhalt anpeilen oder ist es doch noch der Playoffs-Wunsch? Ja, also wir persönlich, und also wir müssen Playoffs kommen, sag ich mal. Wir waren erstes Season Playoffs, zweites Season Playoffs und da immer gegen Attacks damals in den Playoffs haben wir halt gut gespielt, verloren, weil wir damals noch ziemlich unerfahren waren. Gegen Faculty letzte Season haben halt Benny und Asmo beide eine Map gecarried und die Season ist halt ziemlich schlecht besetzt und wir schneiden dadurch irgendwie ziemlich schlecht ab. Also ich muss schon sagen, dass ich das Spielverhalten von den anderen Teams ist ziemlich anders geworden. Also die Leute spielen viel schneller irgendwie. Also ich kann das schlecht beschreiben, aber wenn man jetzt in Prag spielt, also ich glaube, wenn man gegen gute Gegner prackt, die spielen ein komplett anderes Counter-Strike, die Ausländer wie jetzt die Deutschen. Damit haben wir halt auch schon irgendwie leichte Probleme, uns anzupassen. Also letzte Season haben die Leute, also zum Beispiel, da gab es halt Mausboards, Faculty, die alle ziemlich auf einem ganz guten Niveau waren, zumindest in Deutschland.
Und jetzt hat sich das halt so ein bisschen verschoben. Die Teams sind zwar, spielen halt anders. Ich sag nicht schlecht, aber sie spielen anders. Genau, das wollte ich mich gerade ansprechen. Würdest du den Spielstil nämlich als schlechter bezeichnen oder nicht? Also ich sag mal, in 1-6-Seiten gab es ja auch lange Zeit immer, sag ich mal, die Silent Flash. Und irgendwann hat sich dann so ein Fnatic gedacht, wir ziehen einfach mal so rum. Und das ist natürlich, es sieht immer holzig aus, aber es ist natürlich ein Spielstil, der sich anpasst auf das derzeitige Counter-Strike. Also, ja, gut. Ja, mit Holz kommt man ziemlich gut durch in dem Game. Richtig, richtig. Also, genau, das ist das. Aber nicht die Frage, so viele Gedanken machen mehr Ladder-Spielen anscheinend. Ja, ich sag mal, also wenn man jetzt mal es aus einer Sicht betrachtet, dass das alles gewollt ist, die Granaten sitzen ja, aber das Aiming wird dann einfach ausgenutzt und man zieht rum und gibt Headshot. Also es ist ja nicht, dass die Granaten dann nicht geworfen werden oder so. Aber ich kann es verstehen, ich weiß ganz genau, wovon du sprichst und ja, ist natürlich schwierig, damit umzugehen, aber grundsätzlich muss man natürlich auch gegen sowas bestehen und sich darauf anpassen, ne? Ja, war ja schon immer unser Problem, wir hatten ja auch... Ihr seid dann einfach zu klug, ne? Ja, okay, aber wir sind zu klug. Ja, letzte Season, ich glaube, wir haben bis jetzt in jeder Season gegen den Direktabsteiger verloren. Also. Ja, siehste, das ist und wir haben gegen den EPS-Gewinner in den Playoffs verloren. Ja, also, das ist safe bei uns. Wir verlieren gegen den letzten und verlieren gegen den EPS-Sieger in den Playoffs. Also. Das bedeutet, wenn ihr nicht in die Playoffs kommt, gibt es auch keinen Sieger in der EPS. Wäre auch schade. Ne. Das geht nicht. Alles klar, gut. Heute die Nuke und der Gegner lautet Snoga Dragons. Ja, wie würdest du eure Chance heute einschätzen auf der Map und gegen diesen Gegner? Also, wir haben heute alle noch nicht gespielt. Ich habe gerade 10 Minuten Deathmatch gespielt. Na, beste Vorbereitung. Der Rest ist gerade um Viertel vor ins TS gekommen. Der eine ist noch auf dem Klo. Also jetzt ist beste Voraussetzung, dann spielen wir noch mit Shadowcar statt Devin. Also stimmt, genau, das wollte ich auch noch ansprechen. Ne? Tobias ist im Kurzurlaub, Bitches clearen. Gut, dann kann eigentlich nur noch der Spielerberater Foppershop regeln, ne? Ja, kann nur gewonnen werden heute. Alles klar. Gut, dein Ergebnistipp für den heutigen Abend. 16-1. 16-1. Ist Snogard. Ne? Alles klar, gut. Schönen Abend, schöne Grüße und viel Erfolg. Jo, mach ich. Ciao. Tschüss. So, und der zweite Interviewpartner ist der Christopher Krovix-Mück. Guten Abend. Na, wie ist es, mein Freund? Jo, alles super. Bei dir? Ja, immer noch. Ah, das klingt doch gut. Ja. Musst heute lange arbeiten, aber trotzdem gut gelaunt in den Stream und. Ja, und dann hast du noch einen Doppelpack von uns. Ich weiß nicht, castest du das zweite? Ich caste das zweite auch, genau. Ah, also, ich werde heute beides von euch sehen. Dann wirst du wahrscheinlich gleich auch nochmal zum Interview kommen, oder kommt da jemand? Ja, ich denke schon. Ich denke mal schon. Oh, dann muss ich die Fragen ja darauf aufbauen. Gut. Ja, bei euch Situation: erst in Anführungszeichen 6 Spiele gespielt, 6. Platz, 3 Siege, 1 Draw, 2 Niederlagen. Ja, wie sieht's bei euch aus? Ganz auf dem neuesten Stand. Huch! Wir hatten gestern noch ein Match. Echt? Ach, dann ist das in der ESL noch nicht akzeptiert gegen worden. Gegen Wasp, genau. Und? Ja, haben wir 16-14 verloren. Stimmt, 16-14 verloren. Gut, genau. 3-1-3. Also 3-1-3. Und 7 genau. Spiele. Gut, genau. Ja, aber wir wollen ja hier, ne? Und so. Ja, wie schaut's aus bei euch? Also deine Stellung derzeitig zur Situation. Ja, wir haben ultra viel trainiert, weil ich auch letzte Woche im Urlaub war. Und naja, auf jeden Fall. Vorbereitung sieht so ähnlich aus wie bei MTF. Auch wenig Zeit, dadurch, dass dann immer so viele Spieltage sind. Zudem bin ich ja noch ausgefallen letzte Woche, also die nicht Voraussetzungen optimal. Sind perfekt, kann man ja sagen. Ja, also so gut vorbereitet ist man nie, glaube ich. Bei jedem Spieltag. Also sehr extrem. Ja gut, heute natürlich auch direkt mal Doppelpack, das ist natürlich ein bisschen genau. Problematisch. Erste Map ist die Nuke. Und das Team MTF, was derzeit ja, sagen wir mal, ein bisschen schwächelt, wird als Kontrahent angegeben. Ja, wie seht ihr eure Chancen da? Erstmal DE Nuke, wie fühlt ihr euch auf der Map? DE Nuke wird jetzt ein bisschen interessanter, da der Jhin bei uns weg ist. Der hat immer sonst außen mit AWP gespielt und dann kannst du das Spiel halt so ein bisschen da drauf verlagern, dass außen, sage ich mal, ein bisschen safer ist. Jetzt haben wir nicht so direkt eine AWP, müssen da das Spiel anpassen, dass wir so mit M4, mit schnell schieben und so weiter, das vielleicht so in den Griff kriegen. Also bin ich mal gespannt. Die Jungs sind natürlich bei mir alle heiß, treffen auch gut. Müssen wir halt gucken. Wir hatten jetzt MTF, glaube ich, noch in der VPL Pro Liga an einem Spieltag auch auf Nuke gehabt. Da haben wir auch relativ, ich glaube es war 16-10 oder so, haben wir gewonnen circa. Das war dann schon mal eine gute Richtung.
Jetzt ist es aber ein bisschen anders da, dadurch Line-Up-Umstellung. Die spielen ja auch mit einem Ersatzmann. So wie ich eben gehört habe, sind die ja sehr optimistisch, dass sie gewinnen mit 16-1 für uns. Aber wird man halt sehen. Also es ist eigentlich, es kommt dann, finde ich, viel aufs Aiming drauf an, weil so taktisch, wenn du kannst du ja eigentlich nicht viel machen, dadurch, dass du wenig Zeit hast, ist es so ein bisschen Serious Gathering, was wir hier spielen. Na gut, ja, ich sag mal, trotzdem sind ja alle Spieler erfahrene Spieler und können das Spiel auch spielen. Ja. Und da hast du natürlich recht, dass Aiming da auf jeden Fall eine große Rolle spielen wird. Jetzt hast du aber natürlich schon was verraten. Außen ist jetzt unsafe. Also wenn da jetzt noch jemand gehört hat von MTF, die werden es ja, vielleicht ist das ja auch ein Lockvogel. Also richtig Psychologie, man merkt es schon. Aber na gut, da müssen wir jetzt mal schauen, inwieweit es auf dem Server einfach umgesetzt wird. Eigentlich hast du alles zusammenfassend sehr schön gesagt. Dementsprechend habe ich eigentlich keine weiteren Fragen mehr. Und dann würde ich sagen, hören wir uns gleich nochmal und wünsche euch viel Spaß. Danke, danke. Im Spiel, alles klar. Dann bis später. Bis später. Ciao, ciao. Tschüss.